Wir haben hier auch eine super geniale Gleichung. Ich bin sicher, sie gefällt Ihnen auch auf Anhieb. Was erkenne ich? Ich habe keine Klammern, die ich auflösen muss. Ich habe keinen Nenner. Das Einzige, was ich habe, was ein bisschen doof ist, ist die Wurzel. Das heißt, ich weiß natürlich immer, wenn ich irgendwo eine Wurzel drin habe, muss ich irgendwann mal an irgendeiner Stelle der Rechnung quadrieren. Vielleicht sofort, vielleicht erst in 20 Schritten, das zeigt sich dann. Eigenheiten von Wurzeln sind, man sollte zusehen, dass man nur die Wurzeln auf einer Seite hat. Hätte ich jetzt also mehrere Wurzeln, würde ich alle Wurzeln auf eine Seite bringen, alles was keine Wurzel hat, auf die andere Seite bringen. In dem Fall ist also ganz klar, was ich machen werde. Ich werde die 1 rüberbringen, dann habe ich nur die Wurzel links stehen. Zweite Eigenheiten von Wurzelgleichungen sind bei Wurzelgleichungen, also da, wo in der Gleichung eine Wurzel drin steckt, sollte man zum Schluss immer die Probe machen. Wurzelgleichungen haben nämlich die Eigenheit, dass sie manchmal Lösungen liefern, die tatsächlich keine Lösungen sind. Also die Probe ist wirklich notwendig, also nicht nur so eine Spielerei. Also, wie fange ich an? Ich sehe, ich habe die Wurzel, die muss weg, also muss ich quadrieren. Im ersten Schritt bringe ich also die 1 weg, die stört. Habe links also nur noch 4x minus 7, rechts 2x minus 5. Ich habe die minus 1 rübergebracht und mit der 4 verrechnet. Jetzt muss ich quadrieren. Also quadrieren wir. Links, Wurzel und Quadrat fällt weg, ich habe nur noch 4x minus 7. Rechts, das Dümmste, was Sie machen könnten, wäre jedes einzeln quadrieren, also so 4x² minus 25 oder plus 25, egal. Das ist doof, Sie brauchen hier binomische Formeln. Also, das war falsch. Richtige Vorgehensweise wäre also, ich schreibe das Ganze 2x minus 5 in Klammer hoch 2, weil eben ich muss ja die ganze rechte Seite quadrieren und das ist binomische Formel. Wenn Sie die binomischen Formeln nicht können, kein Problem, Sie können zwei Klammern hintereinander schreiben, also 2x minus 5 mal 2x minus 5, multiplizieren jedes mit jedem aus, kommt auch raus. Wenn Sie binomische Formel kennen, a Quadrat heißt 4x hoch 2, minus 2ab sind 2 mal 2x sind 4, x mal 5 sind 20x, plus b Quadrat sind 25. Und jetzt lösen Sie einfach nach x auf. Sprich, man sieht, ich habe eine quadratische Gleichung drin. Quadratische Gleichung, also mit x Quadrat, heißt Mitternachtsformel, also entweder ABC-Formel oder BQ-Formel. Ich muss also alles auf eine Seite bringen. Am einfachsten bringe ich alles nach rechts. 4x kommt rüber und die 7 kommt mit Plus rüber, sodass ich stehen habe 0 gleich 4x Quadrat. Minus 20x minus 4 sind minus 24x. 25 plus 7 sind 32. Und ab jetzt eben habe ich eine schöne quadratische Gleichung. Das heißt, Sie können noch durch 4 teilen und wenden dann ABC-Formel oder PQ-Formel an. Also durch 4 geteilt wäre x² minus 6x plus 8. Ich mache die ABC-Formel oder PQ-Formel in dem Fall jetzt nicht ausführlich, sonst würde die Aufgabe sehr lang gehen. Ich deute es Ihnen nur an. ABC-Formel oder PQ-Formel. Und schreibe nur das Ergebnis auf. Sie sollten erhalten einmal die 2 und einmal die 4. Also nochmal, was haben wir gemacht? Ich habe gesehen, ich habe eine Wurzel. Die Wurzel isoliere ich, bringe also alles weg und quadriere. Beim Quadrieren, wir beachten binomische Formel, rechnen runter und kommen plötzlich auf eine Standardgleichung. Standardgleichung heißt eben quadratische Gleichung, die ich mit Mitternachtsformel löse. Was muss ich noch zwingend machen? Die Probe. Also eben bei Wurzelgleichungen ist die Probe wichtig. Also nehme ich zum Beispiel mal x gleich 2 und setze es ein. Wenn ich 2 einsetze, habe ich hier links stehen, achso, ich fange an mit x gleich 2.
Links habe ich stehen 4 mal 2 minus 7 plus 1 gleich 2 mal 2 minus 4. 4 mal 2 sind 8, minus 7 sind 1, also habe ich Wurzel 1 plus 1 gleich 2 mal 2 sind 4 minus 4. Wurzel 1 ist 1, also habe ich links stehen 1 plus 1, also 2. Rechts habe ich stehen 4 minus 4 ist 0. Oh, Probe stimmt nicht. Das heißt, die 2 ist doch keine Lösung. Das heißt, eigentlich ist die 2 falsch. Dann mache ich die Probe mit der 4. Setze also die 4 ein, habe stehen Wurzel 4 mal 4 minus 7. Plus 1 und auf der rechten Seite steht 2 mal 4 minus 4. 4 mal 4 ist 16, minus 7 ist 9. 2 mal 4 sind 8, minus 4. Wurzel aus 9 ist 3, plus 1 ist 4. 8 minus 4 ist 4. Jupp, die Probe stimmt. Das heißt, x gleich 4 ist tatsächlich eine Lösung und ist eben die einzige Lösung, weil die 2 hat, bei der 2 hat die Probe nicht gestimmt.